Nächste Rednerin ist Eva Ciecic von den Grünen aus Wien. Ja, sehr geehrte Frau Ministerin, werter Präsident, Präsidium, werte Kollegen und Kolleginnen. Zwar wurden in den Verhandlungen, die dem Beschluss vorausgingen, noch einige von der Zivilgesellschaft, aber auch von den Oppositionsparteien beanstandende Passagen geringfügig verbessert. Trotzdem weist dieser Gesetzestext noch immer zahlreiche Mängel auf, und das wurde heute schon erwähnt, vor allem was den mangelnden Rechtsschutz anbelangt. In § 12 Absatz 4 heißt es so: Übermittlungen sind an Sicherheitsbehörden für Zwecke der Sicherheitspolizei und Strafrechtspflege, an Staatsanwaltschaften und ordentliche Gerichte für Zwecke der Strafrechtspflege, an verfassungsmäßige Einrichtungen nach Maßgabe des § 8 und darüber hinaus an Dienststellen inländischer Behörden, soweit dies eine wesentliche Voraussetzung zur Wahrnehmung einer ihr gesetzlich übertragenen Aufgabe ist, an ausländische Sicherheitsbehörden und Sicherheitsorganisationen sowie Organe der Europäischen Union oder Vereinigten Nationen entsprechenden Bestimmungen über die internationale polizeiliche Amtshilfe zulässig. Dadurch besteht die Gefahr, dass Informationen über österreichische Bürger und Bürgerinnen aus dieser Analyse-Datenbank an fremde Dienste weitergegeben werden. Und diese Möglichkeit ist tatsächlich nicht nur ein Novum, sondern birgt eine große Gefahr in sich. Denn die im Staatsschutzgesetz verankerte Löschungsverpflichtung kann und wird womöglich von anderen Staaten nicht beachtet werden. Wenn diese Daten einmal in fremden Händen sind, hat der österreichische Staat hier keinerlei Kontrolle mehr darüber, wie damit verfahren wird und ob sie möglicherweise weitergegeben werden oder dann irgendwann mal gelöscht werden. Das Mindeste hier wäre, eine klare gesetzliche Regelung zu schaffen, die festlegt, unter welchen Rahmenbedingungen bzw. aus welchem Anlass das zulässig sein dürfte. Auch der Anwendungsbereich geht uns zu weit. So ist es auch möglich, dass auch geringfügige Delikte zum Anlass genommen werden, um vorbeugend Bürger, Bürgerinnen zu überwachen, wie prinzipiell neue Überwachungsbefugnisse von Kommunikationsdaten geschaffen werden, und das alles ohne richterliche Bewilligung. Auch wird in einer Reihe verfassungsrechtlich geschützter Grundrechte eingegriffen, insbesondere in das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens, das Recht auf Datenschutz, das Recht auf informelle Selbstbestimmung, das Recht auf freie Meinungsäußerung, das Fernmeldegeheimnis, das Recht auf ein faires Verfahren, das Recht auf wirksame Beschwerde oder der Gleichheitsgrundsatz. Diese Eingriffe in Grundrechte sind nur unter bestimmten, sehr engen Voraussetzungen zulässig. Erfüllen gesetzliche Bestimmungen, die Grundrechtseingriffe vorsehen, diese Anforderungen nicht, dann sind sie verfassungswidrig. Und das dürfte beim polizeilichen Staatsschutzgesetz in vielen Punkten der Fall sein. Unsere Zustimmung gibt es deshalb trotz der kleinen kosmetischen Änderungen nicht. Und eine ganz wichtige Sache, glaube ich, bei dem Ganzen ist auch zu erwähnen, dass wir nicht umsonst im Rechtsstaat eine Gewaltenteilung haben und deshalb die Kontrolle der Macht auch von unabhängigen Gerichten erfolgen muss. Und das ist hier auf jeden Fall nicht der Fall. Danke. Dieser Gesetzestext weise immer noch zahlreiche Mängel auf, vor allem im Rechtsschutz, argumentiert Eva Ciecic von den Grünen. Bedenken habe sie auch in puncto Datenschutz.